Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Nachdem sie in der letzten Folge so ein kleines bisschen stressig war durch GD-Gebieten, wir sehen es an Sams Gesicht noch, können wir uns jetzt hier erstmal so ein kleines bisschen ausruhen. Wir können jetzt auch ruhigen Gewissens mal unsere Teersammlung abgeben bei der guten Frau, bei der, wie heißt sie, Schnippi, Schnappi, Schnuppi da, Biologin? Was auch immer. Und da ist sie auch schon, die gute Frau. Völlig unbeschädigt. Und der Teer im Inneren ist unberührt. Du enttäuschst mich nicht, mein Freund. Will die tun. Also wir. Und awesome natürlich. Ja? Im letzten Video sah es mal wieder so ganz kurz aus, als würden wir alles verlieren, alles fallen lassen. Und als würde die Welt tatsächlich untergehen. Aber ich habe uns da rausgeholt. Indem ich gerannt bin. Natürlich hat meine Freundin mir gesagt, dass ich rennen soll. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht, ne? Ja. Soll ich springen das mal? Ja, genau. Das Verbinden, kennen wir schon. Und jetzt müsste es ja eigentlich auch so langsam, aber sicher mal in Richtung South North City, oder wie heißt es? Granatwerfer, oh nein. Ich habe immer Angst, wenn wir neue Waffen bekommen. Evo-Devo-Biologin heißt die Frau. Weil wir die meistens auch gleich benutzen müssen. Wir kriegen die Dinger nicht umsonst, ja? Oh je. War das gegen GDs oder war das gegen Menschen? Nicht, dass wir nochmal mit Clifford mittlerweile beides uns treffen dürfen. Dann kannst ja auswählen, welche Munition du nimmst. Danke. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen. Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern, irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer. Dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Die Vorbereitung für die Integration des Chiralen... Wie wir es uns gedacht haben. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das für die Wiederherstellungsarbeiten notwendige Material sammelst und herbringst. Also wieder Material sammeln, zurück zu Hartman. Neuer Auftrag verfügbar. Weiter. Und da wird es uns leicht zum Verhängnis werden, dass wir an jener Stelle damals, wo wir uns dachten, wir könnten eine Seilrutsche bauen, keine gebaut haben. Aber irgendwie werden wir es doch schaffen. Ne? Es ist auch nicht so weit. Es ist halt wieder viel Klettern, ne? Können wir was mit den Bots machen? Ja, mach ich gerade. Setze autonomen Lief. So. Jetzt war ich ehrlich gesagt kurz unaufmerksam. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen etwas sammeln. Auf jeden Fall. Aber er hatte irgendwas mit Sammeln gesagt gerade eben, aber vielleicht sagt er uns das dann, wenn wir bei ihm sind, was wir sammeln sollen. So wie es aussieht, können wir hier die Seilbahn benutzen. Und hier. Und hätten wir hier mal eine hingebaut, ne? Ja, gut, das geht dann halt von der Entfernung her, das müssen wir halt so akzeptieren, aber wir können sie ja jetzt dann hinbauen. Ich würde aber, wenn wir eh schon nichts haben, also keinen Auftrag, diesen Standardauftrag mitnehmen. Wenn der auf dem Weg liegt. Ja, ja, klar, das nehmen wir natürlich mit. Hier, direkt einer dorthin. Zeitlimit. Oh, das ist ja egal. Müssen wir aber hinkriegen, ne? Normal. Selbst wenn es nur ein Standardauftrag ist.
Granatwerfer, was soll das sein? Den haben wir gerade bekommen. Kann mit 4 Munitionstypen geladen werden. Normale Granaten. Ja. Ja, ist wahrscheinlich dann relativ gut gegen die großen schwarzen Viecher, ne? Also A gegen die größeren GDs, die etwas länger brauchen, bis man sie erledigt hat. Und B natürlich gegen die, die aus dem Teer hervorkriechen, wenn man, ja, wenn man erwischt wird. Also den lassen wir bitte jetzt immer am Mann, ja? Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich Granaten, oder? Verstehe ich das? Ich nehme es mal an, es ist ein Granatwerfer. Blutgranaten haben wir ja normalerweise in der Regel bei uns. Ob wir jetzt exakt diese Granaten für den Granatwerfer nehmen können oder ob wir da irgendwie extra noch welche bauen müssen, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir sicherlich aber auch noch erfahren. Auftrag zugewiesen. Lieferparameter. Wir recyceln mal unsere Sachen, die leer sind. Ja. Ja, leere Sachen brauchen wir nicht mit uns tragen. Aber das ist, war's auch, glaube ich. Nee, jetzt da noch. Ja. Sehr, sehr viele chirale Kristalle haben wir gerade bei uns. Über 4000. Och, ich hasse das nicht, dass ich das nicht abhängig. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, da fällt mir gerade wieder Amelie ein. Die sollte ja auch irgendwie gerettet werden, ne? Die ist ja da an ihrem Strand nicht ganz alleine, ne? So, wie sich das äußert. So, müssten wir von hier aus nicht mit dem TCK bzw. mit der Seilrutsche ganz gut wegkommen? Ja. Wo haben wir die Seilrutsche da oben auf dem Berg? Na, oben auf dem Berg. Eieiei. Ein Kasper gefrühstückt heute noch. Ein Kasper gefrühstückt, sage ich. Müssten wir hinkommen, ja? Ah ja, von hier unten auf jeden Fall. Ja, das ist sehr gut. Wenn wir die Seilrutsche jetzt noch so bauen, dass der Felsen nicht im Weg ist. Und wenn wir sie vielleicht überhaupt bauen. Was ist los? Gibt's ein Problem? Ah ja, weil der Standardauftrag ist ein normaler. Okay, alles gut. Weil es zwei Ziele gibt für den harten, wichtigen Auftrag und für den nicht so wichtigen, harten Auftrag. So, 158 Meter. Überleg mal, wir müssen, ja gut, nicht weit, aber überleg mal, wir müssen da jetzt hochkratzen. Ja, ja. Was wir ja nicht müssten, wir könnten ja auch anders langlaufen, ne? Aber es wäre das Gleiche im Endeffekt, ob wir jetzt bergab stolpern können oder bergauf stolpern. Ja, wobei das wäre schon jetzt ein Stückchen gewesen. Guck mal hierher. Oh. Wir könnten jetzt natürlich so lang laufen, aber ich hoffe, dass wir von hier jetzt auch hier hinkommen. Ja. Ja, schade, dass das Aufbauen so ein bisschen dauert. Könnte von mir aus ein bisschen schneller gehen. Aber ich denke, wir sollten das innerhalb der nächsten halben Stunde schaffen, dass wir noch zu Hartmann kommen. Genau, ein bisschen schreien. Unsere Sachen ein bisschen erledigen. Ja, guck mal, wir können sehr schön. Ist das genau die, nicht dass wir jetzt in die falsche Richtung. Das ist genau die, wo wir hinwollen. Dann gucken wir, dass wir hier auch noch eine hinbauen. Ja, genau. Zu dieser Evo-Devo-Biologin ist es ein Klacks. Ein Klacks, ja. Was den, Knacks, was den Knacks angeht, haben wir vielleicht nach der ein oder anderen Mission hier einen Knacks weg. Ich glaube, wir haben so oder so einen Knacks weg. Ja. Das ist super geil. Und jetzt guck dich mal um, vielleicht, nee, gar nicht. Null. Okay, also ein bisschen Berg raufkraxeln, nochmal so ein Gerät. Ja, Richtung. Wir gucken, dass wir hier ungefähr nochmal einen bauen, dann ist es nicht mehr weit. Da oben, ja. Oh. Und schöne Wandermusik, ne? Ah, oh, guck mal, hast du gesehen? Ah ja. Oh. Klatscht in die Hände. Er ist so lieb. Der Lou. Ich hab ihn so lieb, wirklich. Ich glaube, wenn dem irgendwas passiert, dann bin ich... Wir dürften doch keine Beziehung zu ihm aufbauen. Ja, wieso?
hat Deadman gesagt, aber er hat ja inzwischen selber eine Beziehung aufgebaut. Ja. Krafthandschuhe. Unsere, ne? Ja, ja. Ah, ja, gut. Ich würde hier noch nicht bauen. Ich würde gucken, ob wir vielleicht noch ein Stückchen weiterkommen. So. Ja, da oben, ja. Wie viele haben wir denn noch dabei? TCK? Zwei. Hier ein und dann weiter vorne bei Hartmann vielleicht nochmal. Weiter hier unten vielleicht nochmal. Da ist sogar eine. Wo? Da vorne. Siehst du dieses gelbe Viereck? Das ist ein... Ah, da wollte einer eine, ne? Da hat doch einer dieses Symbol hingesetzt, ja, mit, nee, wenn ich mich jetzt recht erinnere. So nach dem Motto, bitte baut da eine. So, mal gucken, vielleicht können wir das ja jetzt sogar gleich machen. Das interessiert uns jetzt nicht. Ja. Trotzdem haben wir keine Zeit, uns auszuruhen. Doch. Nein. Wo ist das Ding? Na, wir sollen doch hier, wir wollen doch hier oben eine bauen. Eine Rail-Sutsche, Seil-Rutsche. So, genau. So. So, und jetzt können wir ja weitergehen. Jetzt müssen wir ja nicht zugucken, wie sich das Ding baut, sondern wir gehen einfach weiter. Ne? Ja, ja. Der kleine Umweg zu Hartmann. Ja. Ja, aber viele Wege führen nach Rom, dass wir uns ausgerechnet halt die schwersten und kompliziertesten aussuchen, das ist halt so. Wenn das noch unsere sind. Es schneit die ganze Zeit da oben, die müssten eigentlich schon längst verweht sein. Aber es gibt noch andere Sams, die da rumlaufen, das wissen wir ja auch. Würde hier die nächste Seilbahn. Nein, das ist zu kurz. Guck mal, dass wir weiter runterkommen. Lass mal. Ja. Noch weiter runter? Vielleicht, warte mal, lass mal gucken. Ja, okay. Hast ja recht. Ja. Ich will mich auch nicht streiten. Ja. Bringt ja nichts. Ja. Ich ziehe eh den kürzeren. Ja. Ja. Nachher kriege ich wieder nichts zu essen. Ja. 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 Deswegen, ja. Oh, da gibt's sogar. Eieieiei. Da drüben. Aber ich kann ja unten eine noch eine bauen. Ich crafte bei Hartmann. Meinst du, wir können da. Warte mal, bau die nicht. Okay, zu spät. Ich werde darüber, guck, dreh dich mal um. Darüber zu dem. Ah, da ist kein Platz mehr wahrscheinlich, oder? Ja. Neben dem Dingensbummens da. Ja. Könnten wir nicht schauen, ob da noch eine hinpasst. Nein. Ja, wir haben auch keine mehr dabei. Leider. Jemals wieder hierher kommen. Dann können wir hier hin. Hier. Ja. Ja. Und das ist jetzt nur noch ein Klacks. Ja. Wir müssen jetzt nur noch gucken, wie wir da hinkommen. Ja. Wir könnten. Doch, jemand will streiten. Ja. Ja, komm, mach Pause, wir streiten uns. Nein, streiten tun wir uns jetzt natürlich im Video nicht, das machen wir alles außerhalb. Offscreen, offline. Ja, sich online zu streiten ist sowieso so eine Geschichte, ne? Kriegt ja jeder mit, muss ja nicht. Oh, die Kletterverankerung, welche wir einst da platzierten. Oh, das ist ja toll. Ja, die romantisch. Echt? Wir waren schon mal hier. Natürlich waren wir schon mal hier, wir waren überall da schon mal. Wir werden auch wahrscheinlich noch mal hin müssen. Wir waren überall mindestens zwei, drei Mal. Müssen wir uns merken, dass sie hier ist. Ja. Guck mal, das sind unsere Fußspuren. Ja. Aber wir haben die Seil, wir haben das Seil noch nicht auf höherer Stufe, gell? Wir haben das ja im Let's Play eines weitaus größeren, weitaus bekannteren Let's Players gesehen, dass diese, dass die auch verbessert werden können und das Seil dann, deutlich länger wird. Echt? Und geht's nicht noch länger? Okay. Bist du sicher? Okay.
Ja, allerdings ist das dumm. Weißt du, wenn ich sowas mache, dann ist hier die Kacke am Dampfen. Eieiei. Oh nein. Verdammte. Was ist los? Ist was ganz kaputt gegangen? Ja, das kann. Sehr schön. Haben wir oben gespeichert? Ne, haben wir nicht. Ja. Warum auch? Wir planen das ja nicht, dass wir einfach irgendwo runterspringen. Ach, Jesus. Jetzt schauen wir es uns mal an. Vielleicht ist ja nur der Behälter beschädigt. Hallo. Aber die Schrift war so rot. Okay, einfach schlafen. Ja, genau, geh doch schlafen. Lass uns in Ruhe mit deinem Stress. Brauchen wir nicht, haben selber genug. Ah. Jetzt guck dir den Quatsch da erstmal an. Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Also, es war auf jeden Fall einiges in roter Schrift gerade eben, aber. Das war nur, weil wir die Sachen verloren haben. Okay. Hat nichts zu bedeuten. Kein Schaden. Nein. Gut, gut. Allerdings fühlt es sich gerade so an, als wolltest du nochmal springen. Hör auf! Ich versuche es ja schon. Es zu vermeiden. Ja. Komm, bau hier eine Seilrutsche. Nee, können wir nicht, haben wir kein TCK mehr. Einfach, dass wir sicher da runterkommen. Ach je. Gesagt, dass ich richtig war, was ich getan habe. Ja, okay. Ja. Hast du aber noch nicht zugegeben, dass es falsch war. Doch. Im tiefsten Inneren weißt du es, dass es falsch war. Ich weiß, dass es falsch war. Ja. Ich dachte, er könnte da irgendwie einfach runterhüpfen, aber nein. Habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, ja. Mann, habe ich Anschiss gekriegt damals. Oh, Mann. Da heißt es dann immer, was machst du denn? Ich habe mich jetzt auch über mich aufgeregt. Ja. Ich nicht, über, falls so. Du es nicht gemerkt hast. Ich habe nur so ein bisschen, ach je, was soll denn das jetzt? Hm. Oh, jetzt aber. Okay, wir machen ganz normal weiter, es ist nichts gewesen. Was jetzt? Schauen wir mal, dass wir die nächsten 20 Minuten noch sinnvoll nutzen. Wahrscheinlich wird es wieder eine längere Katze. Ja, vielleicht geht die 20 Minuten lang. In den 20 Minuten kann man schon mal nicht hinfallen. Unsere Handschuhe sind ja kaputt gegangen. Das war vor dem Sturz. Aber auch gleich neue basteln nachher, wenn es geht. Das können wir offscreen machen. Weil die sind ja durchaus wichtig. Auch fürs Gleichgewicht halten. Auch wenn man das hier und wieder... Nee, das hat man jetzt schon auch gemerkt beim Klettern, dass das ein bisschen langsamer ist. Die sind schon super. So, dann gebe ich ganz. Wer weiß, was kommt. Ein Speicher erstmal, ja. Sicher ist sicher. Vielen Dank für deinen Beitrag. So, kurz speichern, bla bla bla, hopsasa. So, ja. Falls wir jetzt auf dem Weg den Berg hoch nachher wieder stolpern, können wir hier immer noch wieder laden, ne? Also notfalls bauen wir ein paar Leitern, aber ich würde das nicht... Ich glaube, wir können hier unten auch relativ gut noch eine Seilrutsche bauen. Wir könnten probieren hier... Ja, immer hier eine. Ja. Was soll uns das bringen? Keine Ahnung, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ich schätze mal, wir müssen aber wieder zur Biologin und weiter in den Süden. Ich denk's auch, ja. Auf jeden Fall mal weiter Richtung Süden, weil da ist ja letztendlich dann auch Amelie, die wir irgendwie retten müssen. Ja. Wenn wir sie denn retten können. Zeige. Eieiei. Lässt die Leute wieder nicht ausruhen. Ja, aber Standardauftrag ist jetzt nicht so schlimm. Ja, so ein B ist noch schon noch akzeptabel, ne? Normalerweise machen wir immer Awesome, das wisst ihr ja, aber ab und zu mal passieren kleine Malheure. Gehen wir mal, oder? Ja. Mal sehen, was der Hartmann sagt. Haha, grüß dich. Alles gut? Jawohl. Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein.
In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. Oh Mann! Er hat doch gesagt, er ist erst wieder zurück. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. So schlimm, was er uns sagen will? Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Dai Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Wirklich? Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen 5. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das 6. Aussterben erleben. Das 6. Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das? Der Eismann von vor 5.300 Jahren. Aber ist ja was, der Junge. Die gleichen Nabelschnüre. Weißt du, ob das der Ötzi ist? Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sich still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein, ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite.
Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit streng gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder IE-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit streng Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hicks nannte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand. Die Hauptmann hat sie uns verbrennen lassen, ne? Könnte da nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hicks zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann, falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hicks scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit Die Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag, wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Recht aufschlussreich jetzt hier, ne? Und irgendwas mit Cliff hat er auch zu tun. Oder hatte. Naja, Cliff hat ja nicht umsonst diese ganzen Stränge. In diesen Kriegsszenarien. Haben auch lange nichts von Hicks gehört eigentlich, ne? Der hat ja auch so ein kleines bisschen was zu sagen. Jetzt hatten wir ja zweimal Cliff. In den Westen, sagt er, ne? In den Westen, ja, das ist wieder Richtung... Ich schätze mal wieder in... Das ist wieder genau in die Richtung da. Was mich einfach wundert ist, also, dass wir hier einfach ein paar Areale... Das ist vom Sammler. Ja. Der Sammler ist der Depp, dem wir diese dumme Pizza immer bringen mussten, zweimal. Und ich verstehe nicht... Warum der nicht im chiralen Netzwerk ist. Dem wäre ja noch eine Pizza zu liefern, meine ich. Hier dieses Areal, hier ist scheint gar nichts. Da ist gar nichts, das geht wahrscheinlich auch nicht. Hier ist da ist eigentlich auch nichts, würde ich mal behaupten. Ich würde aber auch, also ich sehe da nichts, da ist kein... Aber keine... So komisch, dass hier solche Löcher sind, oder? Ja, überall kann man vielleicht auch nicht hin oder sollte man vielleicht auch nicht hin. Also hier haben wir auf jeden Fall irgendwas verpasst. Weil ich bin ja, wie gesagt, es war ja mal noch eine Mail gekommen, in der er noch mal eine Pizza bestellt hat. Ja, aber das ist kein Auftrag. Und hier ist ja kein Auftrag. Ja, trotzdem. Oben auch. Ich vermute aber, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Der wollte noch mal eine Pizza haben und da haben wir gesagt, nee, der kriegt von uns nichts mehr. Ja, aber trotzdem hatten wir nie einen Auftrag. Einen Story-Auftrag. Ja, vielleicht hätte es einen gegeben nach der dritten Pizza, weiß es ja nicht. Kann man ja jetzt viel spekulieren. Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Okay. Was will er uns denn damit sagen? Er weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Er ist gerade erst wieder. Oder hat sich gerade erst wieder hingelegt. Genau. Was diesen Wegposten angeht,
Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an dem Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan, weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Jo. Wo ist das mal? Ach du meine Güte. Das ist ein ganzes Stück zu laufen. Gut. Wir können probieren, da wieder hochzukraxeln und die Seilbahn zur Demobiologin zu nehmen. Genau, dann ist nämlich fast schon die Hälfte, ne? Genau. Fast schon die Hälfte des Weges hinter uns. Das machen wir auf jeden Fall. 150 Kilogramm. Dein Ziel ist es, ein neues virales Relais beim Teergürtel ins Netz zu bringen. Okay. Und dazu musst du das nötige Material aus Hartmans Labor beschaffen. Sobald das Relais läuft, kannst du weiter nach Edge North City. Viel Glück. Jo. Ich würde aber sagen, bevor wir diesen langen Weg jetzt beginnen, vertagen wir das lieber aufs nächste Video. Habe ich recht? Ja, wir können jetzt jedenfalls uns schon mal vorbereiten, würde ich sagen. Das machen wir zwischen den Videos, oder? Und eventuell sogar schon da hochklettern, wo es uns vorhin hingeschmiert hat. Das entscheiden wir mal spontan. Das sehen wir dann Anfang des nächsten Videos, ob wir hier direkt starten oder ob wir vielleicht schon uns ein Stück in Richtung dieses Teergürtels begeben. Für dieses Video war es das jetzt an dieser Stelle. Ich möchte mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder aber sogar einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, auch gerne ein Abo. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hoffentlich. Und tschüss.